Damit einen wunderschönen guten Tag zu Backseat Coaching. Leute, was geht ab? Ich könnte den Sound leider vor euch nicht nochmal checken. Das heißt, wenn irgendwas nicht hinhaut, sagt mir bitte, dann mache ich das. Ich hänge immer noch in Bronze fest und wir haben gerade schon mal meine Match-Historie angeguckt. Es sieht aus wie ein kompletter Hardstack. Denn ich glaube, mehr stecken bleiben als ich kann. Das können wir uns gleich angucken. Erst möchte ich André noch zu Wort kommen lassen. Im großen Bildschirm. Hast du Lust? Wir sind in der letzten Woche vor Seasonende, Leon. Das war das Ziel, Silber. Six days remaining. Und Silber war das Ziel und du bist. Ja. Ich bin Bronze 1. Es ist noch nichts verloren, Adrian. Bist du Hardstack, als wäre Bronze dein Stiefbruder? Hast du die Porno-Referenz verstanden? Gegen Stark und Stepbrother? Nee? Leon ist ein Unschuldslamm, der versteht solche Memes nicht. Aber. Also, wisst ihr, ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Also, ich gewinne. Ich mach mal hier die Mucke aus. Gewinn einfach mal. Und geh mal hier auf den Client. Damit ihr euch das mal selber angucken könnt. Also, ich gehe hier drauf, Match-Historie, ne? Und dann. Verloren, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, gewonnen, gewonnen, verloren, verloren. Ja, du bist gerade da, wo du sein solltest von deiner Performance anscheinend. Nicht mehr verdient. Ja, ich habe anscheinend wirklich nicht mehr verdient. Es ist ein Auf und Ab und ich hasse mich ein bisschen dafür. Aber Leute, gestern Abend habe ich wieder gespielt und es war sehr anstrengend. Was okay ist, aber heute wird alles anders, denn heute wird nur verloren. Hab ich eine Schokolade mitgebracht? Ja. Wo ist sie? In deinem Büro. Würdest du jetzt nicht on-stream Schokolade essen? Ja, ich dachte nochmal so zum, für meine Nervennahrung. Ja, du nervst mich aber auch so. Aber danke, dass du mir auf jeden Fall eine Schokolade mitgebracht hast. Ja. Dann, ich habe immerhin gerade noch so ein Koffein-Ding reingehauen. Das passt schon. Koffein. Wie immer, das erste Game spielst du halbwegs vernünftig. Danach ist die Konzentration weg und du. Ich habe gedacht, ich sollte auf den Tisch immer hauen. Das ist mit Mikro sehr empfindlich. Ja, das liegt vielleicht daran, dass der Tisch auf 3,70 Meter Höhe ist. Ja, es geht nicht anders. Ich kann nur so spielen. Also, kann. Kann. 7 Tage, eine Division, let's go. Siehst du, Himgaul ist auch voll am Start. Der glaubt an mich. Der glaubt an mich, Adrian. Im Gegensatz zu... Nier. Yeah. Ich spiele jetzt League of Legends. Ich weiß nicht, was du machst, aber... Letzte Woche habe ich gefragt, wann hast du das letzte Mal zu essen geübt? Im Custom Game einfach mal 10 Minuten. 10 Minuten investiert deiner Zeit, um besser zu werden. CS'en funktioniert eigentlich wirklich gerade ganz gut. Also ich bin in CS wirklich kaum noch behind, also ich falle durch irgendwie Kills behind und muss halt übelst defensiv stehen. Und das läuft eigentlich, aber nein, ich hab's nicht. Aber natürlich werde ich das gleich wieder richtig reinkacken beim CS, weil das wieder mein erstes Game am neuen Setup ist, aber das wird schon. Das ist ja wieder dann englischer Client, ich spiele zu Hause noch auf Deutschen, ne? Mhm. Dann musst du dich auch nicht wundern, wenn das Ergebnis dann nicht positiv wird, wenn du die Zeit nicht ansteckst oder die Arbeit. Wenn du die Zeit nicht hast, dann kannst du immer noch die effektiv nutzen. Muss ja jeder selbst wissen. So Leute, ganz easy. Ich vertraue an Adrian, dass er dich am letzten Tag noch du. Werde ich nicht machen. Wenn er es nicht schafft, wenn er es nicht packt, dann muss er sich das Ziel für nächstes Jahr nochmal setzen. Aber er wird nicht, weißt du, wir sind hier nicht Teilnehmerurkunde, jeder gewinnt, sondern nur der, ich möchte, gewinnt. Mich haben gestern im privaten Stream auch schon einige gesagt, also zwei, dass sie gerne mit mir Duo queuen und mich da hochbringen wollen. Ich habe gesagt, nein, ich will das nicht. Ich möchte das alleine schaffen. Ich möchte nicht von irgendjemandem, die hier geboostet werden. Das Wort habe ich gesucht. Gebostet. Immer gebostet. Und wir gewinnen jetzt einfach. Wir haben hier einen guten Echo Jungle. Das ist doch schon mal schön. Ja, der Toplaner von Big White Knight spielt bei dir im Jungle. Ach, nice. White Knight ist am Start. Na dann läuft's doch. Ich dachte, er wäre Toplaner, aber gut. Ja. Ja, Wolfsburg mit aber Don Arts geht top. Ja. Und er geht Jungle. Mit seinem Smurf-Account hier Pluto. Hinter jeder.
Billy Swain. Ekelhaft. 80% der, egal was gepickt wird, 80% der Zeit sagst du, ist ekelhaft, komm ich nicht. Nee. Jugend spiele ich zum Beispiel gerne. Blitzcrank. Nee, Blitzcrank spiele ich auch gerne. Lux. Lux ist eklig. Ja, es kommt halt immer darauf an, ob die das können oder nicht. Aber du hast ultra viel Magic Damage in deinem Team. Ich habe noch nie mit Nami gespielt. Und du bist der einzige AD Damage bei dir. Das heißt, wenn du reinfällst, können die Gegner einfach Magic Resist bauen und. Also das heißt auch, sie werden wahrscheinlich eher weniger die Rüstung kaufen. Das heißt, du hast das Potenzial, das Game zu cappen. Mal durch die Gems Select. Frage ist jetzt, ob das gut ist. Kannst du mit dem Druck umgehen? Ich werde. Wichtig ist auf jeden Fall wieder Lanes kontrollieren, dadurch einen möglichst guten CS-Vorteil rauszukriegen. Aber das ist das Ding, wo wir schlauer sein können als der Gegner. Dieser Elo, glaube ich, ziemlich viel bringt. Und in Teamfights wirklich nicht catchen lassen. Wer kann uns catchen? Udyr ist ekelhaft, Swain, oder? Udyr Flanks, Darius, wenn er erstmal an dir dran ist, dich ranhocken kann. Dann diesen Hook da, aber... Du musst überlegen, wenn der Darius zum Beispiel... Dann Swain auch, ja. ...auf dich zurennt. Überleg, wenn der Flash hat, dann musst du direkt... Nee. Also ja, auch, aber wenn er schon so nah dran ist, dass er mit Flash ranziehen nicht rankriegt, dann sei bereit, auch schon proaktiv zu flashen. Ja. Du hältst immer deinen Flash sehr lang und dann flashst du, wenn du schon tot bist. Ja. Heißt, selbst wenn es sich dumm anfühlt, einfach mal... Nichts flashen, ohne dass eigentlich schon was passiert ist. Dass auf das Flash mal achten und Reaktionsflashen. Wenn der Gegner flasht, das kannst du ja auch flashen. Du hast ja einen kleinen Zeitraum. Das ist möglich. Ah, ich guck mir die nicht an. Einer mehr mit einem Silber-Icon. Bitter, ne? Aber wir gewinnen jetzt einfach, Adrian. Wir gewinnen jetzt einfach. Einfach zwei. Guck jetzt nicht mehr auf den Chat. Ja, Himgol redet über Next Season. Habe ich noch gar keinen Plan von. Ich glaube, ich habe mir jetzt auf Twitter mal zwei, drei Items angeguckt, aber ist das überhaupt mal richtig dropped? Sind das dann alles neue Items? Also komplett neues System oder bleiben trotzdem noch einige? Das System wird überarbeitet. Es gibt jetzt quasi Mythic-Items, die dann noch besondere Effekte haben, die miteinander stacken, glaube ich. Mhm. Und Items, übelst viele, die überarbeitet wurden. Wird interessant. So. Aber auch das für Spieler wie dich, die vielleicht eigentlich nur kaufen, was sie denken, immer das gleiche kaufen, das Recommended-Item-System wird auch überarbeitet. Das heißt, dann wird jetzt, glaube ich, ein bisschen flexibler gezeigt, okay, der Gegner hat viel AP-Damage, hier ist vielleicht mal ein Magic Resist Item oder so, auf jeden Fall. Ja, wenn das so, genau, wenn das so recommended meinst, wenn das so ein bisschen was empfiehlt und so, dann lernt man das ja auch besser. Also wenn dann so, keine Mal so eingekreist ist, okay, du wurdest gerade durch viel magischen Schaden getötet und dann ist also eingekreist, das würde dir jetzt gegen magischen Schaden helfen. So krass nicht, aber im Shop wird dir gesagt, okay, das sind deine Core-Items und so. Wie aber das wäre ja mal ein Ding, um das einsteigerfreundlicher zu machen. Glaube ich, das ist eher überfordernder und eigentlich, wenn du siehst, da ist Magic Damage, dann es gibt nicht so viele Items für ADCs, die Magic Resist haben. So, dann da kannst du dir eine QSS holen, die hat Magic Resist. Du kannst dir Hextrinker kaufen mit ein bisschen Magic Resist AD. Also, es gibt ja nicht 10 verschiedene Items. Das heißt, wenn du dir schon selbst aktiv danach guckst, dann kannst du ja auch den nächsten Schritt einfach automatisch machen. Ja. Laut, ne? Komm mal auf 20. Bei mir zu Hause ist es immer leiser und hier muss ich es immer lauter stellen wieder. So, Leute. Die Bims am Start. Ich gucke, wir sind mehr auf dem Chat. Was kann Nami? Nami kann diese Welle, das ist ihre Ult, oder? Heilen, kann dir ein bisschen AD geben und kann eine Bubble machen, wo Leute geknockt up werden. Geknockt up? Ihre ultimative Fähigkeit ist die Welle. Ja, ich bin von, wie heißt sie? Ich bin der Jin Mitte, geht das? In der Elo geht alles. Okay. Pass auf, guck mal, die kommen, ne? Nee, da. Aber die haben nur gewartet. Aber Namis Ultimate ist ein Song von Juli aus dem Jahr 2005. Die perfekte Welle. Das die perfekte Welle, das ist der perfekte Teil. Denk am besten gar nicht nach. Die perfekte Welle. Okay. Egal. Let's go. Ist der Bemerkung. Hey ho, go, hahaha. 1, 2, 3, vorbei. Ein Deutscher.
Oder rein Österreich, das ist mehr Schweizer Stimme. Irgendein deutschsprachiger auf jeden Fall. Oh mein Gott, das fühlt sich ganz komisch an. Ja, jetzt haben wir Blackscreen, weil du gerade das Kabel rausgezogen hast. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn du mir jetzt den Blubber spielst, lache ich, weil du automatisch angreifst. Fuck, wo ist das Kabel, Adrian? Also Leute, Leon hat gerade das Kabel rausgezogen und ist AFK. Und wir haben Standbild auf dem linken Monitor. So. Wir sehen nichts mehr. Ich krieg einen Anfall. Mann, der Bildschirm stand zu weit weg. Das habe ich jetzt gemerkt im Spiel. Was passiert hier? Alles ist weg. Okay, ich sehe gar nichts mehr. Das ist schlecht. Ja. Jetzt sehen wir wieder was und du kannst reconnecten. Wir sehen wieder was. Alles easy. Also Leon. Oh mein Gott. Was passiert hier, Adrian? Du hast gerade das erste Game, glaube ich, schon in die Toilette runtergespielt. Ach Quatsch. Da sind wir doch wieder. Bin da, Leute, bin da. Jetzt stehe ich eigentlich hier hinten. Drück mal Tab, weil wenn du disconnectest, jemand deinen Charakter zur Base zurückkehrt. Du bist halt direkt wieder connected. Achso. Aber. Alles gut, alles gut. Oh oh, da muss ich aufpassen. Alles gut. Executed. Er hat doch nicht viele CS, die schaffen wir schon noch. Wir lassen die Wave schon bei uns. Oh oh, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Wieso ganz Standard vor? Ja, mach schon genau. Okay. Bisschen Udi gerade im Jungle, im River, Gott sei Dank. Aufpassen. Auf dein Ward in deinen Busch stellen, bei dir, unterm Turm. Wie gesagt, da mal den Ward reinstellen, dann siehst du auch, wer der ist und wo er ist. Was machen die jetzt? Uri geht wieder zurück, okay. Weiter rechts stehen, wenn ja. Der links ist. Gut. An ally has been slain. An enemy has been slain. Die Kills. Haben wir die Möglichkeit, uns nach dem Game das Game im VOD anzu... also... Im VOD? Quasi nicht üblich, sondern zu sehen, was du wirklich machst, wo du hinklickst und so. Also voll das Twitch auf Twitch ja. Also angucken. Das geht. Weil dann machen wir das nach dem Game mal. Dann haben wir ein bisschen Inception, aber... Sollten wir bloß den Ton an von dem VOD ausschalten. Aber wir schaffen das. Alles gut.
Ich bin das noch. Guck so, dass du dich weiter konzentrierst. Hat die da gewonnen, ja. Wir müssen halt auf zwei noch passen. Kann er das durch die Minions durchmachen, diese Attacke? Ja, ne? Jetzt gucken, jetzt wenn es oben, du stehst auch oben drum. Geh doch weiter unten. Einfach. Ja. Er kann das Wayne durch Minions Drake durchmachen? Guck, ob er gerade den Drake macht. Guck, ob er gerade den Drake macht. Ne, ja, nur geworden. Der kommt nicht zurück. Das heißt, respektiert das. Hm. Bisschen mehr da. Ich hab dir jetzt dreimal die Frage gestellt, ob er das über die Minions machen kann. Sein E, ja. Glaub, das, wo er mich ranziehen kann. Ich glaube, das müsste in den Minions hinbleiben. So lang kann es werden. Wir sind leider E zuerst. Nicht da. Ja. E immer zuerst. Den Kill nehme ich mit. War das okay? War okay. Hast halt keinen einzigen Auto-Attack gemacht und wieder mit deinem W angefangen, obwohl wir sagen jedes Mal, das ist nicht das Erste, was du machen sollst. Ich wollte halt auf Range bleiben, weil sonst habe ich Angst, dass die mich da reingezogen hätten. Das war mein Problem an der Sache. Du Flash, du Heal, du kannst Sidesteppen. Also, wenn es mehr Impact haben können, aber ist okay. Also dann nur überlegen, wenn du in die Base gehst, weil du immer noch kein Item dir geholt hast und als Welcher Rolls bist. Push die noch rein. Kannst du gegen den anderen? Ah, Name ist da, Sven ist aber auch da. Das heißt, du kannst ihn wirklich reinpushen. Soll ich jetzt zurückgehen? Wenn im Busch. Das ist zu spät. Auskaufen? Schuhe und ein Dolch. Ne, Schuhe habe ich hier, Dings. Dann Dolch. Ja, das ist irgendwie ein neues Bild mit Mana-Keks. Mit dem komme ich aber auch ganz gut klar, eigentlich. Ja. Weil du da ein bisschen länger auf der Lane bleiben kannst. Secondary ist fein, kriegst du ein bisschen mehr Sustain. Hast wahrscheinlich mehr, wenn du Keks benutzt, kriegst du auch maximales Mana dazu. Ich habe immer über den Keks mit deiner Maus. Ich kriege noch Mana und Leben. Achso, ich dachte, du kriegst dann noch 30 maximales Mana dazu, oder haben wir das rausgenommen? Das bin mir gerade gar nicht sicher. Sagen. Die kommt zu mir. Also, Auto-Checken oder Last-Checken? Oder wieder nicht. Wie gesagt, ein W. Dann wird das gerade so viel bringen, dass auf Stufe 1 ins Turm angreifen, genau. Du solltest, glaube ich, echt versuchen, mehr mit deinem Q-Wechsel Auto-Tag zu machen und dann, wenn er wegrennt oder Q-Wack, dann noch ein W machen, aber ja, mit deinem W nicht wieder anfangen. Das ist halt fast mehr Mana, als es Damage macht. Ja.
Also die pushen wir schon rein, dann kriegen wir diesen Part zuerst. Ja. Du musst nicht so aggressiv spielen. Ja. Das ist ganz gut. Ja, okay, wir sind trotzdem CS natürlich ziemlich weit hinten. Genau, erst Auto-Tag und dann versuche ich mit dem W noch zu treffen. Dann, dann nach dem W ist er entweder in deinem Gesicht oder er ist außerhalb in der Auto-Tag-Range. Dann kannst du nur dein W machen. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Jetzt gerade wieder, warum pushst du gerade rein? Brauchst du eine Frage? Warum benutzt du den W zuerst? Das sind Fragen, die kann ich dir nicht beantworten. Dann versuch aktiv die Habits zu ändern. Hitten nicht vergessen. Und du kannst dich so hinstellen, genau, jetzt haben die. Jetzt hast du das Minion in den Turret reinlassen. Wenn du dich da auf der Höhe hinstellst, dass es dich angreift, dann kannst du mal letztes Mal in den Turm reinrennen. Und deine Minions nicht wieder so weit nach vorne rennen. Ja. Der halt irgendwie nur auf Nami, ne? Er hat weniger Leben und lässt sich sehr gut hitten auf. Also nicht das beste Movement. Oder er lässt sich beide hitten und ist wieder tot. Hier, das E zuerst, nicht das W zuerst. Aktiv drüber nachdenken, nicht das W zuerst zu machen. Fuck. Okay. Nächstes Mal einfach weiter ran. In dem Moment ist es nicht mehr wichtig, ob du noch einen Auto-Attack machst. Ich dachte, ich mach den Auto-Attack noch, damit ich, falls er vom Tower stirbt, war mir das letzte. Aber wie viel muss er denn falsch machen, wenn er noch am Tower stirbt? Was ist das Kaugummi jetzt? Geh mal für die Schuhe und für den Kai. Obwohl, ne, jetzt kannst du dir auch den Crit-Mantel holen. Weil ihr einen Turm geholt habt, oder was? Nee, ich hatte nur zu viele Items, deswegen. Wegen den Mana-Keksen. Die ich noch über habe. Güdi, Leute, ist doch noch alles okay. Guck mal hier, der holt ihn jetzt, geht extrem schief in den Jungle da rein. Drake wird... Pinkt. Alter, geht A eigentlich ab? Oder hier stirbt auf vier. Dann W zuletzt machen, dann E zuerst. Und ja, passt. Ja, war wieder falsch rum. Kannst du eigentlich auf die Botlane gehen? Ihr wollt hier keine Arm spielen und da gibt's. Kannst du durch den River auch rennen. Weil die hast ja deren Botlane noch Mitte gesehen. Und deine Mitte hilft schon reinpushen, aber unten wirst du die ganze Wave, die jetzt weg ist, die hättest du alle bekommen können. Plus die nächste Wave jetzt. Und die verlieren das halt schneller am Turm. Wo die runterrotieren können. Also quasi direkt nach dem Dragonfight wieder runtergehen oder besser gesehen. Also wenn ihr Mitte was holen könnt. Dann kannst du in die Mitte gehen, weil du musst, sobald ich die alle da sehe. Genau, und jetzt ziehst du die, kommen jetzt runter, das heißt, du greifst jetzt an, aber machst du dir auch bereit, jetzt ziehst du so hinanglaufen. Das heißt, jetzt die Wave nehmen über den Turm, weil den Turm kriegst du nicht ganz. Das heißt, du kannst ja die ganze Wave nehmen und dann kannst du nochmal gucken, ob du rotierst, in die Base gehst. Ich versuch ihn zu wresteln, wenn du unter dem Turm fahren musst. Und du rennst einfach. Der Darrow sieht auch, hier ist. Ein bisschen unfortunate. Ihr hättet sie besser setzen können, aber ja. Wenn sie dich da wollen, ist Echo da. Aber eventuell auch nicht. Guck dir an, wo er hinrennt, weil jetzt rennt er gerade weg. Also er ist nicht da, um dich zu unterstützen. Wenn sie dich diven und der Darrow ist auch da, dann gehst du einfach. Dein Turm ist halt down schon. Kannst hier mal genau ein Ward reinstellen. Gucken, ob schon jemand hinter dir ist. Aber der Swain ist da, der Darrow ist da. Du siehst den in der Mitte. Ganz einfach weiter weg. Ganz weg. Also wenn du da bleibst, stirbst du halt auch. Hättest auch basen können für ein bisschen Mana, aber du hast doch nicht Gold, um dir wirklich ein neues Zorn dafür. Ich hab auch mal Mana-Keks nehmen, muss nicht. Da muss ich ja noch nicht.
den Ton gibt es nicht, ob die Namen ist wieder da, der Echo hat selbst erfahren, dass das jetzt ganz so ist. Mit seinem True Auto Attack auch versuchen, einen Minion zu geben. Ich winke da in den rechten Busch rein. Siehst du deswegen. Jetzt ist dein W zum Beispiel gut, wenn die wegrennen. Ja, das war gerade noch auf. Genau, nee, nicht, aber. Nein. Von da, nicht nur da aus, nein, nein. Kriegs nehmen für Mana, damit du weiter angreifen kannst. Ja. Eventuell kannst du es anders spielen, aber. Nimm nur mal einen Keks. Ja, du nimmst schon Keks. Ne? Potion nehmen, die stellen sich ja, wenn sie nicht mitgeizen. Wo rennst du jetzt gerade hin? Stimmt, das mache ich. Ja, die Lane hier wegpushen. Ich war schon beim Team bleiben, beim Team bleiben Modus. Aber wir haben noch einiges an CS aufzuhören. Und wir kriegen gerade nichts. Genau, jetzt kannst du auch dann auch. Wenn du damit welche misst. Jetzt in der Base. Weil jetzt siehst du. Jetzt habe ich genug Geld. Der Udyr ist Richtung Botzeit unterwegs gewesen. Die Wave geht in den Turm rein. Du kannst jetzt quasi resetten. Und jetzt kannst du gucken, okay. Gehst du in die Mitte oder gehst du bald geht's? Dann rennst du erstmal in die Mitte, genau. Weil da jetzt der Herald auch Topside noch ist. Dein Team da ist. Und du musst da unten gerade nichts machen. Du musst den Turm nicht mehr verteidigen. Der ist ja schon weg. Du hast ja voll komplett reingepusht. Jetzt, genau, einfach mal überall gucken, was passiert, wo, wer steht wo, wer benutzt welche Fähigkeiten, wie healthy ist mein Team, wo stehe ich gerade auf der Map, du rennst gerade. Genau. Mitte die Wave kannst du gleich mal nehmen. Einmal die Wave reinpushen, dass der Gegner Mitte entweder was am Turm verliert. Auf den Achilles, der von unten kommt, aufpassen. Aue, ruhig mal. Ja, so AE gemacht, wäre die Wave jetzt halt drin. Entweder muss der Aphelios dann weiter nach hinten rennen. Jetzt hier hochgucken. Blut trinket in den zum Herald rein. Alter. Immer noch ein W treffen. Aphelios nicht Tunnel Vision. Ist eine Potion zu nehmen. Darius. Genau. Und mit runter. Und so kein Kill bekommen. Ja, 6 Kill beteiligung, jetzt hast du trotzdem ja. Ein bisschen rausgekommen. Der Drake ist gleich da, das heißt, die, jetzt kommt auch eine Midwave, die nimmst du noch mit deinem Team und dann gehst du zur Bot Wave. Du lässt die den Drake machen, gehst direkt Bot. Die Wave nehmen. Jetzt aber nur Echo, soll ich den nur trotzdem machen lassen? Ja, kannst ein bisschen helfen, aber dann gehst du danach Bot, bevor die Wave mal. Quasi an den Drake. Übrigens, du siehst den Pinkbot, der kriegt gleich wieder Leben dazu, wenn du den. Ah, wenn der länger nicht angegriffen wurde, jetzt gehst du mal in die Bot. Bot. Weil jetzt. Das musst du jetzt noch auspushen, dann erst resetten und sehr spät jetzt wieder auf der Map, weil du bei allem gerade dabei warst. Du warst bei Mitte dabei, bei Drake dabei. Deswegen meine ich, solltest du eigentlich den Dragon skippen. Mitte noch eine Wave nehmen, die jetzt kommt. Und dann resettest du nochmal für ein bisschen Items. Das ist nämlich der Weg, wie du auch nach der Landing Phase immer noch farmst. Nach den Teamfights und zwischen den Fights auch mal wieder eine Wave reinpusht. Jetzt verliert der den Rest von der Wave am Turm. Der halt endet, ist halt ärgerlich. Der ist schon tot. Wird man halt einfach. Na, der Udyr fängt das ab, oder? Shit, ey. Mitte stirbt gerade. Musst du mal gucken, hingucken. Mitte. Ich bin weg, da hatte ich ja. Auch wo du lang fährst, du rennst gerade durch Gebiet, wo du nicht weißt, ob dein Gegner ist. Da links zum Beispiel könnte jemand sein. Wir gucken, dass der Turm ist gleich weg. Das heißt, einmal die Minions sofort auch finden, genau. Ja. Jetzt die Blume davon, den bin noch. Wir haben ein gutes Mindset hier, Lecko. Hab ich Lecko gerade gesagt? Wollte ich nicht.
So Leute, ich bin jetzt da. Wave mit AOE. Einfach nehmen. Und Positioning aufpassen. Nicht zu weit vor. Vorne Richtung Botzeit gucken. Kannst jetzt. Ja, genau, die Wave muss quasi da sein, bevor die Wave da ist, damit du da lang passen darfst. Ne, dass dich da hier der Aphelios abfängt. Das ist wichtig. Der ist nicht da. Jetzt du pingst unten Miss an auf deiner Lane. Genau, nicht die ganze Zeit die AOE-Waffe. Hier siehst du alle Mitte, jetzt gehst du in die Mitte. Der erste Turm ist weg, aber du passt so, dass du zum zweiten Turm kommst. Ja, mit Herald. Dann mal nur versuchen, den Herald zu klären aus höchstmöglicher Distanz, gleich wenn er am Turm ist. Wenn ich den zweiten Turm anfasse. Aufpassen, von oben kann noch jemand kommen und du siehst den Udyr-Bot. Okay. Was machen wir gegen den Bot? Macht alleine gar nichts, glaube ich, oder? Ich kann das probieren, ihn anzugreifen, ja. Nutzen wir jetzt. Nicht, wenn er schon vor dir tot ist. Wenn Darius aufpassen, aber da ist noch ein Schuh. Wenn Darius kiten, mit Rebellion E, wenn du musst. Hier, wenn du musst. Und weiter vor. Ulten. Schöne Ult. Und Vorflash noch irgendwie. Genau. Das war ohne, da hab ich ja ohne dich gemacht, oder? Ja, da war ich. Mitte durch. Lass sie. Nee, Mitte. Stimmt, ja. Lass sie doch machen, was sie wollen. Der Turm ist weg und der Udi rennt weg. Gut, Leute. Aufpassen, dass der Udi dich abholt, aber du holst dir den Turm. Wenn du direkt da wärst, dann bist du jetzt in die Minions leider schon fast tot. Aber es wird noch was. Einfach weiter angreifen. Jetzt die Wave noch nehmen, resetten, Item holen. Und bist du im Moment. Hier kannst du backen. Ist nice. Sehr gut. Gucken auf deinen Charakter, dass nicht noch ein Udi von der Seite kommt. Und jetzt kannst du den Shop. Geh doch! Schön. Wir sind jetzt Bot. Was soll ich machen? Die kommen jetzt okay, gehen wieder hoch. Der oder? Dragon ist bald da. Das heißt, jetzt musst du aufpassen in der Mitte, dass du nicht gecatcht wirst. Vielleicht die Wave noch annehmen und dann zu deinem Team dich langsam bewegen. Warte ich hier einfach. Das ist ein Blutschwinke zum Beispiel auch. Ich sehe die ja da. Zwei. Muss nur, weil jetzt weißt du, die gehen von Mitte alle Bot. Nimmst du die Wave jetzt hier? Annehmen. Nicht in den Turm kommen lassen. Darius ist top, aber du wirst jetzt. Genau. Risky, was dein Team macht, weil du kannst den Darius top. Geh mal top, sorry. Aber wir. Da geht keiner zum Darius. Und ihr wollt nicht top den in den Turm abgeben. Ja. Defensiv, Wave killen, wenn er auf dich zukommt, halten, zurückhalten. Nicht mit dem W anfangen, genau. Und du musst gar nicht viel machen. Dann eh immer nur, wenn er auf dich rauf will. Jetzt mit dem Q versuchen wir nochmal einen Auto-Attack zu geben, wenn es überhaupt slowed ist, aber nicht zu sehr. Ah, das W immer. Ja, aber da kann ich ja nicht ran. Kann jetzt mit der Pflanze einfach die Wave killen. Defensiv. Den. Ding, dass der Darius zu deinem Team ruft und dann auch zu deinem Team gucken. Nicht? Boah, guck mal, wo du stehst. Wenn er da auch unten rauskommt, stehst du da. Ich hab mehr gesehen auf der Karte. Holt mal den Darius, weil dein Team collapsed von hinten und dann kriegst du mindestens schon mal einen Assist. Und jetzt los. Und er traut sich. Siehst du, er flasht und der Turm lebt. Und hinterher kannst du jetzt. Perfekt, da. Assist. Perfekt. Und ihr habt nichts dafür verloren. Ihr habt den Dragon bekommen, ihr habt unten zwei Türme bekommen und ihr habt keinen Turm verloren und habt noch zwei Kills bekommen. Also. Nur aufpassen, weil dein Team resettet ein bisschen und vier von denen sollten am Leben sein. Ja. Jetzt machen wir die Wölfe. Die Wölfe? Die Wölfe. Machen wir deinen normalen Auto. Ich mach es immer so, damit die ersten beiden tot sein. Ja, musst du nicht. Du hast ja schon deine Runans. Die werden ja trotzdem angegriffen. Ja. So. Also jetzt nicht fatal, aber wir verteidigen jetzt einfach den Mittel. In der Zeit hättest du gerade 30 Sekunden Mitte stehen können. Oder du machst die Wölfe, kriegst du immer 100 extra Gold. Nächsten Mal machst du vielleicht die Raptoren. Und so kannst du immer, wie gesagt, deine CS-Zahlen hochhalten. Und einfach auch, wenn du nicht 20 Kills hast, trotzdem von deiner Item schnell kommen. Du brauchst nur 500 Gold bis zu deinem nächsten Item. Du trinkst mal nach der Wave zum Nash.
hätte sein können, dass ja, das weil gerade keiner gesehen ist. Gehst du unten zur Scuttle im River, das Monster, das ist nämlich gerade gespawnt, das nimmst du jetzt als nächstes. Schildi. Danach oder nimmst Krabbe. Du die Botwave, dann guckst, nee, du guckst deinem Team in die Mitte, die fighten zu deinem Team. Nicht tunneln, nicht tunneln, nicht tunneln. Nicht einfach festchecken. Hier. Treffe ich denn meine Wesen? Okay. Aber du darfst nicht sehr. Ja, ich darf nicht auf diesen River zu laufen. Auf den Busch zu laufen. Auf den Mana achten. Guck, hoch. Ich muss schon wieder eine Boah, den Gin nehmen. Weil dann einfach. Und in der Base. Weil du antwortest anscheinend den Darius. Und ja. Item kaufen und hoch schnell, bevor der Turm weg ist. Und. Bei dir bist? Was? Ich wollte nur fragen, was ihr dann um. Und du gehst jetzt fort. Sofort. Ja, morgen im Studio ist. Da ist was. Ja, wir bauen eigentlich morgen den ganzen Tag Studio auch um. Okay. Ja, in die Lobby drüben. Okay. Bis Freitag. Und Freitag kommen wir zum. Ja. Kamera nicht. Zum Testen wird man das schon mal brauchen, aber. Wozu braucht ihr denn? Wir brauchen ein Video oben. Achso, wie lange dauert das? Keine Ahnung. Ich stehe ja. Ich spreche das. Ich wollte nur. Okay. Ja, du kannst sie eine Zeit lang nutzen. Wir müssen die bloß mal kurz anschließen und gucken, ob alles geht. Okay. Danke. Gut. Multitasken, Leon. Ja, ja. Jetzt Mitte zum zweiten Turm und da die Wölfe gleich annehmen, dass sie den Turm nicht kriegen. Shut down. Tot. Die nächste Wölfe Mitte direkt nehmen. Hier. Also sofort. Mit Darius da antworten? Könnt ihr machen, muss halt bedenken, die können nashen. Wenn jetzt alle Bot geht, machen die einfach for free nash. Ah. Ja, die machen jetzt for free nash, glaube ich. Die machen. Da müsstest du drauf reagieren, wenn ich sage, die machen for free nash. Ja, aber was soll ich allein? Ich habe ja gepinkt. Dann ping hin und lauf da hin, aber du. Oder ich sterb halt einfach an Darius. Okay. Potion nicht vergessen. Und den Meiser hinterher. Oh, die haben nicht. It's a disaster. Nicht in den Busch rein. Mal einer weniger, Nash. Zum Drake. Wie viele Drakes habt ihr schon? Jetzt wäre euer Soul, das wäre immerhin etwas. Was ist sogar Feuer, also Hölle. Mach mal ein Blutschwinkel da oben, wo der Gin ist, dass du den Weg den angreifen. Schön. Der ist weggeflasht, aber den kannst du auch ulten. Schön. Nichts mit eurem Nash hier. Das ist nass. Jetzt den Mana aufpassen. Ich muss jetzt gerade unnötig zu spielen. Weil ihr seid da zu 5, ob ja. Du jetzt ein bisschen mehr Autotech Damage machst an der Wave, ist relativ egal. Nur hier ein W trifft auf den Aktivosphäre. Ja. Den Aquilius. Ja, ja, ich weiß, aber der war gerade da dran. Der Gen lebt wieder in 2, ich glaube, ihr solltet nochmal zu. Ich bin godlike.
Den E für dein Teammessing vergessen. War ein bisschen sehr weit hinten. Ich muss nicht mit Puller so weit hinten stehen. Da hast du sie gerade zurückgelassen. Kann man noch mehr. Potion nehmen und dann mal zurück. 2000 Gold. Ich muss weit vorne. Ja. Immer tap. Wir wollen wissen, was für ein Item wollen wir jetzt haben. Die haben viel Wholesome GA. Die haben sehr viel. Was, ne? Ja, Potion verkaufen, GA kaufen. Also einmal, weil die ein bisschen was haben, was die auch mal poppen könnte, wie der Darius. Und dann ist das GA nicht schlecht und die haben mega viel AD-Damage. Dann ist es nicht so schlimm, wenn du mal out of position bist und dann gibst du nicht sofort den Shutdown ab. Jetzt gehst du zu deinem Team. Also du kannst noch die nächste Wave annehmen, defensiv, gucken. Stück vor, du hast ja gleich wieder, ne? Ja. Du hast beide Summoners, die sollten dich nicht einfach kriegen können. Die Wave einfach nehmen. Jetzt kannst du ein bisschen Mana auch benutzen, wenn du musst. Du musst nicht. Und dann gehst du Bot zu deinem Echo. Gegen anders du Bot gehst, gegen anders Bot. Bei Mitte ist nicht so wichtig wie Sideline. Die antworten dadurch, dass ihr euch Mitte gezeigt habt, jetzt erstmal Mitte auf euch. Und dann könnt ihr quasi. Dein Echo geht jetzt back. Die Nami wird gecatcht, jetzt kannst du die Wave nehmen und zurücklaufen, weil die Nami jetzt tot ist, ja. Und wieder zurück. Der Echo geht one ever back, ja. Und die Nami lässt sich catchen und der Meise hat checkt's nicht, stirbt jetzt auch, jetzt gibt er gerade das Game aus der Hand. Kannst ihm noch helfen mit einem W und einem E, aber pass auf, dass von oben nichts kommt. Das ist jetzt halt ärgerlich. Aber du bist halt Bronze, da machst du nichts. Und Ulias wird pusht. Warum ihr jetzt hier steht, weiß ich nicht. Warum sollte da jemand kommen? Kein Dragon gibt gar nichts und Ulias geht top durch. Mitte nehmen, die nächste Wave Mitte noch nehmen und dann kriegt man top dich orientieren. Nee, du bleibst vorhin, der Ulias ist nicht mehr top. Wir reagieren immer drauf, was der Gegner macht. Ja. Und dann guck mal bitte, jetzt mit deinem Team hoch. Wenn da ein W zum Beispiel triffst auf einen Aphelios oder irgendwas. Das hab ich gesehen. Gut. Was? Ne? Du musst gerade sehr, würdest auch auf die anderen turnen können. Ja. Weil der rennt halt einfach weg und du holtest ihn für. Nee. Du rennst ihm halt 20 Sekunden hinterher, ja, statt deinem Team zu helfen. Du tunnelst. Aber noch mehr krass. Aber ich denke mir dann so oft, das Ziel zu wechseln, ist vielleicht auch nicht so schlau. Warum? Weiß ich nicht. Überhaupt einen committen, aber der Rest hat nicht mitcommitted. Wer hat committed? Der Rest hat halt nicht mitcommitted, sag ich. Na, es war nur der Echo, der mit dem du auf dem bist. Eben gibt's einen Autotag. Und zurück. Wenn der den Damage für viel nimmt, dann gibt's ihn. Ja. Und dein Mana ein bisschen auch. Du nimmst immer wieder noch das Q. Guck mal, jetzt bist du wieder halb out of Mana. Ohne Grund. Da aber kann er mich nicht ranziehen? Wenn du mit deinem Item mit höherer Rank und deinem höheren Q Auto-Tech Range. Guck mal wieder. Wenn die Poste und sterben. Ja. Wenn du dem Auto-Tech gibst, verlieren die mittlerweile ein Drittel Leben. Auf die Flanks aufpassen an der Seite. Aber das ist ein gutes W. Flash und Flanks. Was hinter dir der Darius aufpassen? Und weiter. Immer auch auf die Flanks aufpassen. Hier ist Bot. Ein bisschen weiter unten halten, weil er daraus von oben kommen wird. Hinten von oben. Mal andere den Hit nehmen und zurück. Sagt ihr bis zum Break und geh raus. Gibt nicht mehr. Also ihr werdet da nicht das Game finden. Ja. Aber ihr könnt den gucken, ob was im Gegner im Jungle ist. Guckt, ob ihr den Udyr catchen könnt und dann könnt ihr für den Elder gehen. Dein Mana auch wieder aufpassen. Die Skattel nehmen wir, die Skattel nehmen wir so. So. Gucken, wie lang bis zum Backspawn? Oh, der ist schon da. Einfach burst. Du siehst die noch in der Base, die rennen zum Nash, aber der Elder, im Elder könnt ihr glaube ich finishen. Der Udo ist top. Und jetzt noch.
schön. Und getötet. Und jetzt geht der Mitte runter eSports. Die Wave mitnehmen. Mitte runter eSports? Genau. Cool aufpassen. Mana, dass du Mana dein Team verpasst. Hat der Elder Buff 5 gegen 4. Und aber noch eins. Und das Game ist gewonnen. Nice. Haben wir doch noch gut gespielt nach dem anfänglichen. Da wir das so erste Wave verpasst hat mit dem Deckscreen. Jawoll, Leute! Was passiert ja eigentlich immer, wenn der Fullscreen ausgeht? Alter Verwalter, okay. Hui. Schön. Echo hat gut gespielt, oder? Jupp, jupp, jupp. Plus 19 LP, das ist schon relativ wenig. Ja, na, da weißt du, was die letzte Zeit so abging. Guck mal, wird der geonnert. Oh, was ist da los, ey, hier? Ah. Wer ist denn hier der MVP? Guck mal meine CS an. Ja. Ja? Aber warum? Weil du zwischen den Waves, du nach den Teamfights nicht tunnelst auf, oh, ich mach jetzt nichts, sondern du nimmst mal wieder eine Wave, pushst wieder rein, nimmst mal wieder ein Jungle Camp. Ist ein Shoutout oder nicht, Killer? Und guck dir das Gold an, was du hast. X drücken einmal. Also, du hast 15,7k Gold. Ja, und sag dir an, der von den Kill-Beteiligungen, der Echo hat einen Kill mehr als du, der Timo hat nur 4 Assists weniger. Ich aber, bin nur einmal gestorben. Ja, das ist auch gut. Also, sehr gut. Aber guck, wie gesagt, allein durch die CS-Zahlen das Gold an. Guck dir an, was der Midlaner von denen hat. 125, der Toplane 150. Weil 3 von 4 Leuten farmen einfach. Ich habe halt 4000 Gold mehr als Jhin und das ist da halt 2,5 Items, ne? Ja, 1,5 Items. Ja, du hattest jetzt noch genug Gold für das letzte Teil-Item schon mindestens. Das heißt, dann bist du nach 14 Minuten eigentlich spätestens auch bei Full-Build. Weil sonst hängst du bei 14 Minuten bei 3 Items rum und fragst dich, warum bist du nicht stark? Aber wollten wir uns nicht das VOD mal angucken? Bisschen. Willst du? Die ersten 5 Minuten der Lane will ich sehen. Von dem jetzt? Ja. Gehen wir mal auf Twitch, auf unserem Kanal. Und schauen uns das mal so an. Ich glaube, da ist auch noch ein bisschen. Aber da muss ich ganz kurz noch hier ein bisschen Leuchten mache. Warte mal, wie komme ich denn jetzt zu den Videos? Klickst auf den Kanal, auf das hier. Das Game. Ja, genau, das vergesse ich jedes Mal bei dem neuen. Genau, warte. Mach hier mal kurz eine Bildschirmübertragung an. Bildschirmaufnahme. Können wir den Tisch dafür ein bisschen tiefer machen, weil ich an das Zeug ran muss. Okay, das ist die Bildschirmaufnahme, die falsche Szene gemacht. Warte sofort, Adrian. Naja, wir haben ein bisschen Zeit. Wenn ihr gerade noch Fragen habt, wir haben ewig lang her 35 Minuten Game gesehen. Das ist relativ häufig in Bronze hier bei den Games. Ist das lang oder was? Also viele Games sind halt schon viel früher entschieden. Und sagen wir mal ein bisschen höher, irgendwann fangen die Teams halt an auch mit dem Lead das auszuspielen. So. Hier haben halt beide Teams generell. Ich meine, ihr überlegt mal, als Dynami sich hat catchen lassen sollte, das sind eigentlich Sachen, wenn die nicht passieren, könnt ihr das Spiel halt viel schneller finishen. Das ist alles nicht so lang. Tisch ein wenig tiefer. Wollen wir mal Positionswechsel machen sonst? Können wir auch einfach machen. Warum? Das ist wahrscheinlich einfacher. So, Chat, könnt mir jetzt sagen, was ich toll gemacht habe und was nicht. Danke, RE, neues Setup, aber gerade deswegen, um sich dran zu gewöhnen. Okay. Hier, versuch eventuell E-Calling zu holen. Glab 4 der Champs haben Regenerate. Ich habe kein Wort davon verstanden, Freshman. Ich glaube, er meint einfach das Last Whisper-Item, was Lebensregeneration, also was dir Grievous Bounds gibt. In das deutsche Wort jetzt nicht. Hier kommst auf die Lane. Ja. Hier zum Beispiel das erste. Du kommst hier auf die Lane und du siehst ein Minion in Slow und Tunnel Visions auf den. Obwohl der Turm den hier angreift, dass der perfekt für einen Auto-Tag ist und du erst den Auto-Tagst, dann den kriegst du beide zuerst. Was ist mehr wert? Ein normales Minion oder ein Castle Minion? Das finde ich mal, dass die unterschiedlich viel wert sind. Das hier sind, glaube ich, am Anfang 13 bis 14 Gold und das sind 22 Gold. Ah, okay. Also schon ein Drittel mehr. Also immer natürlich Ken-Minions sind, aber auch XP-wise bringen Melee-Minions bringen ja mehr XP als. Okay. Also, guck
Guck mal. Aber für die XP muss ich ja nur daneben stehen. Ja, genau. Ja, genau. Also ich hätte lieber abwarten, den Shot abwarten müssen, den töten, genau. Dann den töten. Also versuchen noch den zu töten, wenn nicht, dann wäre es nicht. Ist trotzdem besser so getradet gewesen. Warum greifst du ihn an? Warum nicht? Guck dir jetzt, du bist jetzt bei 624 Leben. Bist einmal 58 Damage von ihm. Und bist 130 Leben weg. Obwohl du nicht 130 Damage von einem Autodeck bekommen hast. Warum? Siehst du das gerade alles auf die zufliegen? Das sind jeweils 8 Damage. Weil du ihn angreifst, fangen die Minions an dich anzugreifen. Hättest Ach so, deswegen? Ihm, hättest du ihm keinen Auto-Tag gegeben, würden die Minions ihn nicht angreifen. Minions aggron dich, wenn du gegen die Champions angreifst. Guck mal. Gehst du runter bis auf 410, weil noch ein, weißt du, ein 76er Auto-Tag kommt. Aber du verlierst gerade, und das waren 2 Auto-Tags von ihm. Er hat dir nicht 270 Damage gemacht. Ja. Er hat dir was? Die Hälfte davon gegeben und die Hälfte davon waren Minions. Also kannst du dir fast schon vorstellen, auf Level 1 besonders. Ja, okay, er ist 2 Level schon über dir, weil du halt weg warst, aber das ist ein Champion, das ist ein Champion und diese 5 bis 6 Minions, die hier waren, sind auch ein Champion. Hm. Das ist, wenn die dich alle angreifen, ist das ungefähr, als würde ich einen Champion angreifen. Ja. Reine Autotext. Mäßig wohl. Und du hast halt CS dabei verpasst, beziehungsweise die dir nicht richtig vorbereitet, weil du ihm den Autotext gegeben hast und dann weggerannt bist. Also du hättest ja mehr holen können. Mhm. Mach mal. Ja, was ja alles geht bei Twitch, ey. Du kannst auch. Ja, das ist okay. Jetzt bist du schon relativ low. Weg. Hier. Du weißt ihm auch, ist gut, aber du siehst, dein Turm greift an und one-shotted die. Das heißt, du kannst versuchen, dem hier Autotext zu geben, dass du wenigstens den bekommst. Weil den kriegst du nicht, den kriegst du nicht. Aber jetzt hättest du den einmal davor schon angegriffen, hättest du den wenigstens bekommen. Das heißt, es gibt quasi Lost Causes bei Minions. Du weißt, okay, den kriege ich nicht, dann versuchen nicht alle Minions. Wir reden gerade wirklich nur über CS. Okay. So. Das ist jetzt vielleicht nicht so interessant für euch, aber ich... Dann hier. Level 3 und 3, Level 2 und 2. Die sind deutlich stärker als hier. Nicht spalten. Du willst gerade nur gucken, dass du deinen ersten Base mit guten Items bekommst. Habe ich es ein bisschen schön geheilt, immerhin. Der Heal war fein, aber sie ist halt. Ja. Hier viel wird da hinten stehen bleiben, ja. Und warten, bis der weggeht, die mir entgegenkommt, dann den greifst du ihn einmal an oder du greifst ihn einmal an, weil wenn der jetzt reinkommt, vom Turm angegriffen wird, greifst du ihn einmal an, er stirbt nicht. Siehst du? Hast du Glück, dass die Minions ihn noch mit angegriffen haben, aber den hast du nicht bekommen. Ja. Hättest du ihn vorher einmal angegriffen, statt da irgendwie reinzurennen, kriegst du ihn. Gleiche hier. Wenn das Ding in den Turret Range kommt, das Ding kannst du jetzt einmal angreifen. Außer du willst die Wave hier lassen, was du ja momentan willst bei Dynamit, dann greifst du nicht an. Ja. Haben wir, glaube ich, hier auch drüber geredet. Gleiche hier. Wenn der Shot kommt, sofort angreifen, damit deine Minions dir den nicht weglassen. Super gemacht. Hier. Den einmal angreifen, damit du mit einem zweiten Auto kommst. Oder? Nee. Du musst ja die CS unter dem Turm, musst du sie quasi vorbereiten. Dass der Turm dir den nicht wegsnackt, weil der mehr Schaden macht als. Deswegen ist, wenn wir dir jetzt hier die Hausaufgabe geben, ein bisschen CS üben, möchte ich, dass du in Practice Tool gehst. Und da hast du die Option einmal, dass du dein Level lockst, dass du bei Level 1 bleibst und nicht mehr AD bekommst. Und das zweite, deine eigenen Minions schaltest du mal aus. Das heißt, es kommen nur die gegnerischen Minions und, ein Tower und du gehst nur unter dem Turm und einfach mal unter dem Turm zu CS. Guckst dann, wieso dir die einzelnen Minions vorbereiten musst, wenn sie volles Leben haben. Mhm. Wenn sie dann schon angegriffen sind, ist es nochmal ein bisschen schwieriger, aber das ist dann das Nächste. Aber hier zum Beispiel wieder, den musst du vorher angreifen, weil sonst wird er geholt. Den musst du vorher angreifen, den musst du nicht vorher angreifen, glaube ich. Wohl, kein CS. Und hier das E ist halt. Na, ich dachte, da kommt er vielleicht raus. Der Udi. Ja, weil dann kannst du mir erstmal ein W ins Gesicht. Ja, du bist ja gleich gestunt. Nee, er kann ja drüber laufen. Er muss rumlaufen, er muss reinlaufen. Und auch ein bisschen Zeit. Ja. Hier, Wave kommt. Du willst sie wieder zu dir bekommen. Das ist halt das ein bisschen mindless angreifen. Weil wenn er smart ist und jetzt nur Last nimmt, musst du immer weiter vor. Und der Swain, wenn er euch einmal hockt, verliert er das Tobi. Ansonsten das normale Last Hitten auf der Lane funktioniert schon viel besser. Aber du weißt ja auch selbst, da meintest du ja auch selbst, da bist du hier.
Wenn ihr so ineinander steht, trifft euch beide. Das geht, ihr zieht euch quasi durch die Minions jetzt durch. Genau, sie ist. Und sie ist Level 2. Sie gibt halt. Hier? Ja, war einer zu viel. Ja. Muss noch einen machen. Weil der immer knapp über. Muss noch, und jetzt kommt der Turm und nimmt den dir fast weg. Ja, war noch gerade so. Hier. Oder ich stoppe ihn halt, dann gibt er mir und ein bisschen. Und hier stehen, dass die nicht in den Turm reinlaufen, weil du hast noch genug Leben, du hast zwei Kekse. Wenn deine Minions, wenn du hier stehst, kommen die Minions ja nur bis hier vor, außerhalb der Turret Range, deine Minions kommen her und dann rennst du weg. Hm. Und dann bleibt die Wave hier. Weil jetzt musst du die ganze Zeit unterm Turret Last hitten und der Turm nimmt dir welche mit. Ja. Und wären da jetzt ein, zwei Minions weniger gewesen, wäre deine Wave wieder bis hier vorausgerannt. So ist es noch gut, aber quasi ist es mehr Zufall gewesen, dass die Wave quasi so bleibt. Und du warst halt wieder nicht am Last hitten. Ja. Jetzt fängst du mittendrin an, obwohl jetzt pusht es halt schon automatisch zum Gegner, weil deine Minions kommen schon und jetzt ist es halt awkward, weil die kommen aus der Base zurück mit 4 Gold und was die Gegner jetzt machen könnten, ist okay mit dem Level-Vorteil und dem halt Item-Vorteil, den sie haben. Und jetzt wird's halt eigentlich schnell reinpushen, weil halt, die kommen zurück und möchtest nicht, dass die Wave hier stehen bleibt. Wenn der Aphelios clever ist, stellt er sich hier hin. Ja. Und dann steht die Wave 2 Sekunden, muss er das nur machen. Halt so halb geklappt trotzdem noch. Jetzt müsst ihr hier so weit stehen, statt dass ihr hier hinten steht. Und wie gesagt, wenn du jetzt abdrücken würdest, würdest du den ja bestimmten BF-Sword, der Swain hat Items, deine Name ist Level 3 und du hast ein Dorans Ding. Das heißt, wenn der Swain ist halt cool, dass er für Vision gehen will, aber die müssen einfach nur auf euch raufrennen. Du kannst an keinen Minion mehr rangehen gerade, bis du in der Base warst, weil die können. Was machst du, wenn die beide auf euch zulaufen? W vielleicht auf den vielleicht ein E und dann sind die beiden Sachen auf Cooldown. Was machst du dann? Dann stehst du hier hinten. Dann kommst du an kein CS mehr ran. Okay. Weil sie sind momentan viel stärker und könnten euch so. Deswegen ist es so gefährlich, wenn die Wave hier stehen bleibt. Und wenn er last hitten würde, du siehst ja, wo du gerade stehst. Nur weil der Swain gerade wieder so zurückkommt. Und das ist auch das, was du machen solltest. Wenn du merkst, du bist so viel stärker, dann kannst du einfach mal. Falsch rum. Dann kannst du ja. Dann kannst du an der Minion Wave vorbeirennen und sagen, im Gesicht des Gegners stehen und sagen, hey, hier, du kriegst nichts mehr. Wenn du auf mich zurennst, dann töten wir dich. Du hast die Wahl, willst du sterben oder willst du nichts machen? Na, ihr seht ja, was passiert. Ihr könnt die Trades nicht gewinnen. Das wär's. Guti! Von dem Game. Ich weiß gar nicht, warum ich Kupfer draufgesetzt habe, aber fürs Feeling wahrscheinlich. Damit ich jetzt auch deine Schuppen und Läuse bekomme. Also, Udi. Was nimmst du mit aus der Lane? Aufpassen, dass diese nicht einfach so Turret reinlaufen, die vielleicht vorher stoppen und die CS vorbereiten. Die CS vorbereiten, richtig, genau. Und auf die priorisierten Minions gehen, also die mehr Geld bringen. Ja, quasi. Wenn du, sagen wir, du hast eine Wahl. Ja, auf der einen Seite sind 14 Gold, auf der anderen sind 22 Gold, dann nimmst du die 22 Gold, so. Ja, ich mach das hier noch kurz. Wieder so. Genau. Genau. Schön. Geh mal rein, würde ich sagen. Schauen wir mal, was geht. Vielleicht diesmal ja ab Level 1 auf der Lane. Ja, ich dachte, weißt du, ich brauche noch eine Herausforderung. Nee, den brauch ich. Auch kann ich gerade nicht bringen. Jetzt würde ich normalerweise sagen, hab's jetzt auch gesagt, aber eigentlich, ich habe genug Herausforderungen hier in diesen Bronze-Matchups. So. Ich hab Bock. Wir müssen den Tisch wieder hören machen. Mhm. Noch hören? Mir sagen. So passt es, glaube ich. Wie so ein kleines Kind. Hey, haben. Das ist übelst unangenehm für die Leute übrigens, wenn du schon durchklopfst. Ja. Nee, das gibt ja. Ach, wie hieß denn das? Da sind wir. Ist mal hier im Osten. Jeder im Osten. Jeder ist damals zur Klassenfahrt hingefahren. Sagt er uns. Illuminati? Es ist irgendwie so wie so ein Museum, wo man so übelst geile physikalische Dinge sieht. Und das hatten wir, sowas hatten wir auch. Und da gibt es auch so einen übelst großen Stuhl und so einen großen Tisch, damit man sich mal fühlt wie so ein kleines Kind. Das
dann auch so ein Haus, was da irgendwie schief gebaut Raum, ist. Und ja, so. Ein Raum, wo du öfter eine Ecke viel größer aussiehst ja, als eine andere. Ja, genau, sowas. Und so Sachen, Gemälde, die dich dann verfolgen, wenn du durch den Raum gehst und so. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das gibt's überall. Ja. Und da geht jede Klasse, glaube ich, mal hinten das Interesse an Physik und so zu fördern. Ja, und da gab es auf jeden Fall auch so einen großen Tisch mit so einem großen Stuhl. Da hat man sich gefühlt wie so ein Kleinkind. So fühlst du dich wahrscheinlich gerade. Ja. Elo ist Bronze 1. Der Plan war Silber. Wir haben in Bronze 4 gestartet vor, was, 2 Monaten? Ja. Okay. Aber Leon hat sich gesagt, in Bronze Folge 1 fühlt er sich so wohl. Das ist einfach ein Dilemma. Ich weiß gar nicht, war schon mal Promo zu Silber? Nee, ne? Ich glaub nicht. Ich glaube, wir waren schon mal also ein, zwei Games davon weg. Ja. Aber dann hast du es irgendwie weggepisst. Bist weggepisst. Weggepisst ist auch wieder das richtige Wort. Hello again. Wir reden. Noch in einer Stunde. Stündchen. Ja. Ah, ganz kurz. Diese Morning Talk XXL, was ist das? Freitag. Das ist Freitag, findet in der Lobby statt. Aber es ist Vormittag. Es ist von 9 bis 12. 9:30 bis 12. Okay, gut. Also ich hatte Kamera und Lampen und sowas gebucht, weil ich muss eine Gesundheit. Ach so. Tag Video. Okay. Reden. Aber red da nochmal mit Nick am besten, weil die müssen danach noch ein bisschen was abdrehen. Hat das Markus nicht geblockt? Ja, aber ich muss unbedingt die Woche diese Video. Ja, dann. Frag am besten mal Markus oder Nick, die wissen. Hast du eine Telefonnummer von denen? Ja. Ja, das kriegt man schon irgendwie hin. Red einfach mal mit denen. Ich weiß, die haben das selber geplant. Ich so, weil ich die Kamera von euch dann wegnehmen müssen. Aber ja, na, wenn irgendwas ist, muss man es halt irgendwie planen. Ja, hin. Ja, ich weiß, nee, ihr steht im Plan. Ja. Aber ja, dass die oben in der Best Services das Gesundheitsding bis Mitte nächste Woche raus haben muss. Das heißt, ich habe nur Freitag die Möglichkeit, das zu drehen. Mhm. Gut. Alright, ja. Alles gut. So Leute, intern Stuff hier am Regeln, weil die Kamera wird. Was gibt's noch? Du hast mit mir nicht geredet. Nee, ich habe im Stream geredet. Doch, ich streame. Du bist live. Ich bin live, ja. Dann muss ich nicht. Ich habe über Sachen geredet. Sorry, Leute. Alles gut. Das Leben ist nicht einfach. Alles gut. Wann kriegen wir das Steven Emote? Ja, wann kriegen wir das Steven Emote? Das war unser American Steven, der für die Marketing. Wir haben nämlich eine Kamera, müsst ihr wissen. Also hier im Studio sind nur 3 Studiokameras, dann haben wir eine mobile Kamera, die wir uns quasi mit der Marketing teilen. Deswegen ist es ein bisschen manchmal stressig, wann die Kamera nehmen und so. Alles gut, Leute. Nami Support. Jetzt weißt du ja, was sie macht. Ja. Schon wieder Nami Support? Ist das der gleiche? Nee. Ich glaube nicht. Ich habe nie mit Nami Support gespielt. Oder vielleicht einmal oder so. Ich sing zweimal aneinander. Doch, das ist ein relativ normaler Support. War nicht mehr 16, aber wir sind jetzt auch bei 35 LP. Die 16 LP war vor dem Win eben. Yes. Oh, wir können Timer starten für den Stream. Ja, den haben wir ja vor uns schon gestartet. Start. Wieso geht hier immer alles weg? Egal. Okay. Jetzt habe ich mir meine eigenen nur angeguckt, aus Reflex. Das ist okay. Meine eigenen Meisterschaftspunkte. Guck mal, ich sehe nur Points. Und im Deutschen ist ja auch ein Punkt und kein Komma. Um mich mal so die Unterschiede aufzuzeigen. Ich finde es immer krass, wie du auf sowas achtest. Aber in-game, ja, wenn du ein Ule siehst, rennst du dem 20 Sekunden hinterher, wenn dein ganzes Team verreckt. Da fällt dir nichts auf. Aber hier. Da ist eine Komma statt dem Punkt. Das ist aber ein großer Unterschied. Ich habe das schon, weißt du, ich glaube, das ist bei mir. Ich habe das schon gemerkt, dass das Team links weiter fightet. Aber ich dachte, wenigstens holen wir den Udia, als dass ich jetzt da nach links gehe und gar nichts passiert. Am Ende ist auch so gar nichts passiert. Aber ich dachte, wir kriegen den. Das war mein Gedankengang bei dem Ganzen. Ich habe das schon mitgekriegt, dass die weiter nach links gefightet haben. Ich dachte, so, als wenn du in der 90. Ich dachte schon, der Echo, der ist gut drauf. Weißt du, du bist der Vorwart in der 90. Minute und sagst, klar habe ich das Tor verlassen und wir haben deswegen verloren. Aber ich war der Erste in der Dusche. Da, den Win haben wir geholt. Wir haben zwar verloren, weil ich das Spiel verlassen, aber. Na, aber der Ude hätte ja von hinten auch noch Schaden anrichten können. Nachdem er schon weggeflasht ist. Der ist schon weggeflasht?
Ab einem gewissen Punkt war er relativ. Ja, okay, als er dann da hinten war, okay, aber dann war er schon vorbei eigentlich. Also, da wäre ja immer noch ein Echo gewesen, mit dem er dann fightet, bevor an irgendwas weiter links rankommt. Also, Ezreal, alles da. Ist okay. Also, da würde ich jetzt nicht sagen, da habe ich richtig viel Angst vor. Ich schau mal, was abgeht. Und der Fons meint es, uff, davor habe ich voll Angst vor jedem. Ist tatsächlich eine Dings, wo mich nicht so krass catchen kann, oder? Der Olaf kann, wenn er Ult anschmeißt, dann wird er nicht geslowt und kann durch deine Fallen durchrennen. Ja, durchrennen, ja. Das interessiert ihn nicht. Er verliert dabei ein bisschen was an Magic Resist und Rüstung, also ist dann das Grische, aber er rennt dich halt drin. Also entweder bist du dann außer Range oder du greifst ihn an, aber da kannst du nicht versuchen zu kiten oder wegzurennen. Wenn er dich erstmal getroffen hat mit einer Axt, dann musst du einfach versuchen Damage zu machen. Ich habe jetzt ein gutes Gefühl. Bin ich hier wieder weggestoßen von dir? Ja, ich brauche ja. Weil er wieder 3 Kilometer sich ausbreitet. Er hat sich auch extra so die Cam-Aufschnitte gemacht, dass man gar nicht sieht, dass er 3/4 vom Tisch braucht. Sieht genau bis zur Hälfte, aber ist okay. Ah, Nocturne geht erstmal ohne Item aus der Base. Das ist immer ein gutes Zeichen. Super. Super! Helfe ich ihn auch nicht, oder? Er geht eh hoch. Ihr steht hier erstmal. Ja. Wenn die bei euch jetzt im Jungle sind, dann sind die da schon drin. Dann musst du auch nicht mal face checken. Minions have spawned. Minions have spawned. Der Esri braucht auf jeden Fall relativ lange, um Schaden zu machen, ne? Esri's Q geht nicht durch Minions durch. Ja, das weiß ich. Das, da ist es nicht schlecht in Minions. Kannst du nein? So. Funktioniert. Funktioniert das? Mal wie ich hier die zurecht baue. Ich hab irgendwas gemacht. So leise dieses Spiel. Was war? Jetzt nicht mehr lastet und jetzt angreifen, wenn ihr zu. Weil du willst nicht, dass sie vor euch Level 2 werden. Ohne angreifen. Ohne angreifen. Angreifen und weiter angreifen. Nicht in der Midi stehen, deine Rage bewahren und weiter angreifen. Wenn du ein Minion gerade nicht lasten kannst, greifst du ein anderes Minion. Wenn das Minion weg ist, seid ihr Level 2. Dann kannst du. Gucken. Darfst du es nicht vergessen dabei? Hast du einfach was? Aber guck mal, du hast einen Trade gewonnen. Guck dir dein Leben an, guck dir sein Leben an. Einfach nur, weil du Level 2 warst. Ist er auch Level 2? Ja, Level 2 und die Nami intet. Und zwar gewaltig. Sie ist tot. Wenn der Alistar seine Combo da macht, ist sie tot. Also sie hat gerade das gemacht, was du letztes Mal gemacht hast. 200 Damage von dem Menschen. Lass mir die nehmen und dann einmal warden. Warte, ich muss da die Worte vor uns. Einmal warden. Jetzt kannst du versuchen, wenn er last hitten will und du nicht last hitten musst, ihn zu arresten. Was, ihn zu? Arresten, Auto-Attack. Okay. Nur halt gucken, dass du keine Töd-Akku nimmst und der Alistar dich nicht kommen kann. Aber guck mal, er bereitet sich die auch nur so halb drauf. Ja, nee, hat schon mal einen Kill geholt. Die zwei letzten Minions hat er beide nicht bekommen. Weil unterm Tür, Last Hitten, in Bronze, treffen nicht viele. Das lasse ich die reinpushen, damit ich die Welt bei mir habe und die schön bei Frost treffen müssen, oder? Wie du möchtest. Mach ich so. Entweder so, oder du versuchst wieder reinzupushen, um ihn zu erwässern. Olaf? Dass er so weit noch rennt, ja, um Axt zu werfen, ist. Ich find's witzig. Also, da ist er immer noch.
Nami? Nami? What the fuck, Nami? Nami? Alter, okay. Nachtschuh ist da. Und vielleicht haben die dann eine Ursache. Deine Q geht immer nur geradeaus, also auch hier Zeitsteppen is the way. Wenn du siehst, er rennt zu dir oder er steht da und kann Q machen, dann weißt du, nicht nach hinten rennen, sondern eher zur Seite. Am Ende ist dann natürlich eher nach hinten, weil der eine gewisse Range. Jetzt willst du nicht traden, weil was passiert? Er hat 10 Minions, du kriegst Kuma zu deinem Jungle und dann invaded. Der ist schon tot, oder? No? Du nimmst die Minions. Oder nimmst sie alle nicht, weil du dir selbst. War jetzt auch nicht so gut vorbereitet, ne? Ja, wenn du mit deinem Q AOE-Damage halt AOE-Damage auf Minions machst, dann nimmt der schon die Gefühle alle. Den unteren musst du angreifen. Der wird uns vom Turm genommen. Den oberen jetzt noch einmal angreifen. Ja, ganz gut. Okay. Und jetzt Last hitten, ne? Weil du willst ja, dass die Wave ungefähr da bleibt. Siehst du, Olaf ist dann noch ungefähr Botzeit. Kannst ein Ward in das erste Gebüsch stellen, sonst. Gibt keinen Grund dazu tragen gerade. Du hast ein Minion deswegen verloren. Ward ins erste Gebüsch hier, bei dir. Und Last hitten. Genau, schön die Wave bei uns lassen. Die machen Drake. Jetzt push so schnell wie du kannst, weil die Drake machen und du willst, dass der Ezreal um Minions verliert. Jetzt haben wir nicht mehr. Aber du nimmst die Wave jetzt so schnell du kannst und gehst dann weg, weil jetzt willst du weg. Guck, dass die nicht von hinten kommen, also ein bisschen so maximale Range von den Minions. Du willst eine Base. Die Traps sind auch nicht so gut gesetzt, leider. Ja, du kannst das BF holen, das macht Potion und Kekse. Direkt zur Wave rennen. Genau. Und guck mal auf die Wavebot, was mit der passiert. Na? Ja. Er schafft es jetzt nicht, das rein zu pushen. Der Alistair hilft ihm halt auch nicht. Der Alistair sagt, ich bin Support, ich krieg keine Minions an. Was jetzt passiert ist, er kann entweder nicht backen oder er backt so spät, dass er mehr verliert als du. Du verlierst jetzt diese eine Wave, die durch deine ganzen Minions geklärt werden, aber dein Turm nimmt 0 Schaden, der S-Will ist immer noch, ist out of Mana und nicht in der Base. Und jetzt, was du jetzt machen willst, ist pushen. Du willst, das kannst zwar gerade kein Ward stellen, aber du willst, du weißt, der Alistair ist da unten. Mhm. Weiter vor, greif den Alistair zur Not an. Der S-Will hat keinen Mana mehr, aber du greifst die Minions an, du lässt ihn nicht reinpushen. Du lässt ihn nicht reinpushen. Nicht alleine. Und angreifen. Bloß Item-Vorteil. Angreifen. Ihr gewinnt das. Wisst ihr, was passiert? Angreifen. Weiter vor. Knock, das ist auch da. Und jetzt die Wave schnell reinpushen, wie du kannst. Das passiert nämlich, weil sie noch nicht weg waren, hast du gesehen. Obwohl du erst alleine angegriffen wurdest. Ah. Die machen ja kaum was. Der Esso hat keinen Mana und hat nur 50 bis 60 Damage pro Auto-Tag. Genau, ein Ward. Und die Wave dann so schnell reinpushen du kannst, damit der S wirklich verliert. Und wenn die Wave drin ist, guckst du, drückst du mal Tab und schaust dir mal die CS danach an. Und du nimmst mal ein Blade. Und Tab. Okay, ihr seid relativ even. Oh, du kriegst ein Plating. Der Beteiligung ist auch da. Ja, wir haben ganz gut Vision im Jungle. Ja, Olaf und du siehst den Z-Top-Zeit, ist das der Jungle bei dir? Nee, das ist der Olaf. Okay, dann eh entweder, wenn du siehst, er macht seine Combo auf die Nami, da wo er ist, weil in der Zeit, wo er die Kombi macht, aktiviert sich deine Traps. Oder du machst sie halt nicht und behältst sie den Skill. So, Topzeit funktioniert ja ganz gut. Ihr seid Skates. Jenks ist jetzt nicht der ADC, wo du sagst, der wird schwächer mit der Zeit. Du hast zwar eine ganz gute Lane durch deine Range. Aber. Vorbei. Zeitstep, sehr gut. Was, wo willst du gerade die Wave haben? Jon kommt! Pop, 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 auf den Esser, auf den Esser. Pop, 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 pop.
In die Bubble Trip von Ehren versetzen. Nicht das E direkt machen. Kriegst du, wenn du jetzt da das E drin versetzt? Ja. Ihr seid zu dritt. Ich hab nur meinen Mann noch. Kicks nehmen, Kicks nehmen, auf den Esswürf? Nee. Du musst auf den Urlaub mitgeben. Du hast auch noch einen Heal für deinen Jungen. Angreifen. Das ist alles, was geht jetzt raus. Willst du reinpushen oder willst du nochmal in die Base? Der Alistair kommt auch gleich wieder. Ist in der Base. Oder? Ja, nimm die Rapids. Wenn du noch Base, aber eigentlich willst du. Ich dachte, ich komme noch an den Tower ran, aber. Ja und? Hat noch ein Blading, das Blading verändert. Weißt du? Ist ja nicht mehr viel. Alistair ist ja da. Genau. Geht zu weit voran. Minion nehmen und zurück. Killing spree. Das ist nicht. Das ist ein gutes Base wieder, weil du reingepusht hast. Genau. Nimm die Pickaxe und dann Dagger noch von den Schuhen. Und dann. Rennen. Run. Bei Killbeteiligung noch kein Tod. Der Plating deckt noch nicht. Der Esther konnte noch nicht wieder resetten. Du, er hat eine Träne und du hast dafür ein BF-Sword. Also er hat nur Mana eigentlich. Achso, der hat auch eine Spitzhacke. Ihr habt die beide, aber du hast noch viel mehr. Das heißt, er muss, guck mal, guck dir jetzt deine Wave unten an. Er hat nur so halb in den Turret geschafft. Das heißt, du verlierst zum Beispiel die Ken-Minions nicht, die Custom-Minions nicht. Und er war noch hier nicht wieder in Base. Das heißt, du hast wieder einen Item-Vorteil. Und jetzt pushst du rein, weil jetzt willst du nicht, dass er jetzt, genau, nicht nur Last Hits nehmen, weil das bedeutet, dass er Schwierigkeiten hat, in der Base zu kommen, for free. Und hinterher. Nicht einfach so das. Auf den Alistair aufpassen, aber der Damage ist. Jetzt muss er in die Base. Und du kannst die nächste Wave mit deinem normalen Auto-Tags, ohne Mana zu verbrauchen, einfach komplett durchpushen. Und wenn er stayt, dann hat er Probleme. Du gehst auf ihn rauf. So mit der Nami. Und angreifen. Und das, ihr habt das Heal bekommen. Jetzt pusht du wieder rein. Deine Ult ist raus. Dein Heal ist raus. Und er steht unterm Turm. Und du kannst dir das Plating nehmen, weil er low ist. Und er verliert sogar die Wave. Gehst wieder ein Stück zurück. Treffst den Alistair einmal an mit deinem. Oder ihn. Und killst ihn. Sehr schön. Ja, und das war richtig gut. Das war der Plan. Normale Autotext machen. Immer mit der W treffen und dann mit der Ult. Und du gehst zur Plating. Nächstes Blending nehmen, schön. Ihn wieder angreifen. Was? Und zurück. Nächste Wave einpushen. Und dann holst du dir dann Infinity Edge und kommst mega stark zu Lane zurück. Kannst du dein Mana verschwenden für die Backline Minions gleich. Und du gehst in der Base. So, 85 CS, du kriegst im Game jetzt wahrscheinlich die 100 CS pro Minute 15. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Du kannst dir sogar noch einen Dagger holen, einen zweiten. Und für dein erstes Seal-Item, also dein goldes Item schon mal. I'm crazy! Hab hier ist der Dragon. Du bist even in CS, hast 4 Kill-Beteiligung, hast das Doppelte von der Midlaner an CS, du hast bis auf den Weiß hast du die meisten Classes im Game. Und der Esswisch schafft es wieder nicht richtig reinzupushen, bis du da bist. Ein bisschen ärgerlich, dass die Topside so strugglen. Aber ihr seid gut im Game. Immer noch ausgeglichen, Topside. Und du bist jetzt stärker als der Esswisch. Das heißt, die einzige. Der Alistair will dich all in. Und du schaffst, dass sie euch nicht all in und du ein bisschen hochlanden kannst und der Esswisch nicht, dann seid ihr wieder am Druck. Einfach Esswisch einmal auto-packen. Wenn er so vorkommt, auf den Alistair aufpassen, unten und zurück. Also immer gucken, dass der S-Will dich nicht engagieren kann dabei, aber wenn er das nicht kann, einfach dem S-Will mal einen Auto-Tag geben. Ja. Einfach mal sagen, hier, in dein Gesicht. Wenn er jetzt Last hitten will, ein Stück weiter vor kannst du. Boom, ein Auto-Tag. Das reicht schon. Ja. Er hat keine Potion, er hat keinen wirklichen Sustain. Bis auf seinen Dorans. Und auch hier, du musst nicht reinpushen, auch hier kannst du Last hitten. Aber du kannst jetzt auch, push jetzt mal rein und bring den Drake an. Du sagst, okay, wir pushen den Drake.
Die haben da zwar Vision, aber jetzt auf den könnt ihr mit auf den Weiß drauf gehen. Ihr seid da Überzahl. Okay, ich hab zu verworfen. Hm. Einfach rauf. Wenn der dich engaged, ja, sterben die. Sure. Können wir den anfangen? Einfach angreifen. Und jetzt könnt ihr den Drag machen. Skill bekommen. Drag machen. Wenn der bei 2k ist und nicht kommt, kannst du schon runtergehen. Ansonsten auf den S-Skill gleich W. Jetzt mit auf den Weiß, mit auf den Weiß. Nicht Tunnel Vision. Bitte. Und auf den Roller. Ja, richtig. Komm, ich kann mal aufhören. Das ist gut, zu Lane rennen. Healen und flashen. Achso, das ist ihm ja egal, ne? Und du kannst den Essel noch mit killen. Genau, ulten. Ah! Es ist zu Lane, zu Lane, zu Lane, zu Lane, zu Lane. Nicht hinterher. Zu Lane, du rennst gerade in den gegnerischen Zone. Zu Lane. Versuch's nochmal. Renn zu Lane. Bisschen beruhigen. Ich hab gerade irgendwann ganz viel Fasching mit meiner Maus gemacht. Mal ein bisschen aufpassen. Da sitzen. Da merke ich dann wieder, dass ich Konsolenkind bin. Ja, es war gerade die nächste Wave noch. Nee. Base. Guckst du nämlich auf der Mini an, wo deine eigene. Einfach eine Base. Guckst du an, wo deine eigene Wave ist und guckst, ob du es schaffst, quasi. Dass die Wave unter dem gegnerischen Turret geht oder nicht. Ja, Schuhe. Und den Crit-Mantel kannst du dir holen. Den geht ändern. Und wieder Bot. Du bist mega stark im Spiel. Der Junge kriegt ein bisschen aufs Maul, aber es ist immer noch ein Junge, der wird auch noch stärker. Noction ist gut, dein Silas ist gut. Warum Menschen, Alter? Guck mal, der Esso steht 0-1-0. Der hat ein Item. Ja. Du hast schon eineinhalb Items. Und du bist halt stärker. Ja. Das gleiche Level 10. Das gleiche wie vorher. Drück ihm einfach mal einen Augenblick ins Gesicht. Zwischendrin. Und noch ein. Guck's dir an, was soll er machen? Er raus, er kann mehr. Jetzt pushst du ihn ein und dann weg. Dann pushen und weiter weg. Na, ja, diesen Autotag. Darfst du nicht machen. Warum? Ja. Warum den einen Autotag? Das ist ja auch nicht. Das war dumm, ja. Das war mein Tod. Ich glaub, du kommst dann nämlich raus, wenn du das machst. Halt ärgerlich, dass in der Sekunde halt genau der Olaf kommt, wo du auf ihn rauf gehst. Eventuell kann man das erkennen, weil der Esper halt in den Jungle reinrennt, statt in seinem Turm, dass da jemand ist. Das Dynami. Ein Ult schießen. Kannst du ja gleich in 3 Sekunden. Und beide schön low. Machen kann. Und Turm, nicht da wo er ist, sondern so da wo er hinrennt, zum Turm ungefähr. Ich hab grad irgendwie Siehst du einmal zum glücklichen Turm. Gegnerischen Turm? Denkst du, der rennt? Hier, schieße einfach mal deine Ult, bitte. Nimmst du da wenigstens. Du hättest auch viel mit drauf. Moin. Hätte ich vielleicht mit der anderen Waffe schießen sollen. Stay, das ist dumm. Der Ion ist halt gerade das Problem, mit dem zweiten Turm schon verloren und der Ion steht halt hier. Eigentlich in Base und dann gehe ich Richtung Top halt mal gesehen, weil es gibt keinen Grund, dass du mit dem hier zusammenstehst. Mitte? Nach Mitte gehen. Ping mal an, dass du mit dir gehst. Ich glaub, der da oder was. Nach dem Ezreal Kill. Ach, der Ezreal ist gar nicht besser. Ich schätze mal, der Jon hat schon 8 Tore oder so. What up? Ah, PS, das geht ja sogar noch. Jetzt gehst du top. Weil der Silas. Oder ne, jetzt geht der Silas. Was macht der Silas? Du pingst das halt an und er regiert halt nicht. Das ist ärgerlich. Dann gehst du halt top jetzt. Noch schon dahin.
Lane Assignment ist halt komplett am Max. Ich bin zweiter Top. Hast keine Vision, pass auf, geh zu deinem Team, muss nicht weitergehen. Er kann dann der. Jetzt einfach kommen und die runterrennen. Berg ist auch gleich da. Jeder hat einen, ja. Okay. Hoodie. Nicht einfach nur auf den Drake Tunnel wischen. Guck, dass der Weiß da oben dich nicht einfach nimmt dabei. Und jetzt kannst du auf den Drake nicht. Hast du voll. Und dort. Du musst nicht versuchen mit dem. Du bist nicht dafür verwandt, nicht zu skillen. Du bist dafür, nicht Schaden zu machen. Mhm. Wenn ihr den Teamfight verliert und du kannst noch skillen, okay. Dann ja, aber. Weiter hinten stehen, du bist nicht die Frontline, oder? Top, geht top mit. Kommst du nicht mehr hin. Ihr verliert halt gerade alles. Das ist ein relativ ziemlicher Loss. Mitte. So in W habe ich jetzt gar nicht mehr. Bot, einfach gehen, Bot, einfach gehen, die Wave nehmen. Du verlierst halt gerade 2 Kills am Farmbot. Da gingen gerade 3 Minion Waves, alle in den Turm. Weil du gerade 5 Kills gegangen bist. Hm. Nach der Wave gehst du in die Base. Ich hätte es gemein, du auch nicht Gold hast. Was geht hier eigentlich ab? Komm, ey, Leute. Oh, weil der Zed und der Ryze, die machen noch einen 5-Punkt relativ fast kaputt. Und der Olaf rennt halt einfach auf die drauf und. Der Zed ist schon wieder da unten. Ja, der. Aber renn doch hin, wieso? Gehst du in der Base? Das ist schneller. 8 Sekunden, guck mal, wo dein Team ist. Dein Team ist schon fast da. Jetzt stehst du hier alleine, fast. Ja, aber das ist klar. Guck mal, zur Mitte. Jetzt ist er doch weg. Kannst du doch. Lass sie da nicht an. Aber ist halt 8 Sekunden erstmal unterwegs, das ist relativ lange Zeit. Den W treffen, genau, nur drauf. Und weiter nach vorne steppen. Und weiter nach vorne. Das erste Ziel, was vor dir ist, angreifen. Immer das erste Ziel angreifen. Und Nash und Ping. Und zum Nash mit drin. Sehr gut. Ja. Wie gesagt, du bist stark, du kannst dich dann teilweise auch einfach mehr trauen. Angriff. Ist egal, ob du den ersten Shot zum Nash denkst, danach ist ja jemand da. Gucken wir, von wo könnte die SWE kommen Richtung Nash. Stellst du dich so hin, dass du dich nicht treffen kann? Wieso machen die weiter Schaden an dem Baron? It's a disaster. Wieso machen die weiter Schaden an dem Baron, wenn das Jungler da mittendrin ist? Der kam doch viel zu früh. Ach, das war gar nicht der Jungler. Aber trotzdem. Nö, es war einfach deren Top-Laner, der darin Jungler gekillt hat und dann habt ihr. Ich meine, deine Auto-Attacks haben halt auch Nash Damage gemacht. Pass auf, wo du stehst. Unser Team ist bei dir im Top-Side-Jungle. Rück. Toppen.
Ah, das war, glaube ich, gerade ein krasser Flow. Ganz ruhig. Ich hätte bei uns nicht so viel zu bedeuten. Ich glaube, die Drachen bei uns sind wichtiger. Ja, du kannst noch was kaufen. Oh ja. Ich hab doch noch das andere Teil vom Item. Kein Grund, dir das nicht zu hören. Suri, nicht Stop. Sehen. Stop. Die lassen sich die ganze Zeit catchen. Der Drake ist ab. Drake an Ping. Gucken, dass du nicht der Erste ist in den Bush-Face-Check. Und den Seil ist hinterher. Nicht da unten lang. Sie rennen halt ab. Weil er da nicht reinrennt. Ihr rennt da einfach reinrennen können. Weiß ich nicht, was ihr gerade versucht. Weiß ich auch nicht. Nichts versucht, ja. Okay. Nicht warum. Gegner angreifen, nicht den Drake. Hinter dir auf den S-Drück hören, auf den S-Drück hören, auf den S-Drück. So, jetzt kannst du wieder auf die anderen gehen, weil er ist rausgeht. Du hast ihn quasi dazu gebracht, dass er nichts mehr hat. Reinzukommen. Habt ihr den Drake bekommen? Ja. Yep. Mittel. Ja, sehe ich gerade. Oh, ist fein. Da weiter. Dann nicht. Oder mit Drake. So mit Drake. Ja, ist gerade auf dem Schock. Der lässt was. So schnell das Fälle. Ja. Eine halbe Sekunde später wärst du einfach stehen geblieben. Achso. Mal jetzt einmal Mitte durch. E-Sports. Rampage. Den Turm nehmen und dann gehst du zurück. Wenn jemand kommt, steppst du da zurück. Zumindest ist es dir egal. Du hast gerade nur das Objective. Jetzt kannst du die Waffe noch nehmen, aber pass auf die Urlaub-Exe auf. Gehst du in der Base, holst dir dein nächstes Item. Bringst den Ion da weg, weil ihr alle in der Base geht. Nicht so viel Hilfe. Item holen, jetzt kannst du das rechte, genau. Das ist fein. Das GA ist gar nicht so nötig diesmal. Life-Rack. Ich glaube, ich würde das auch wieder für GA gehen können, aber du hast jetzt das Gold gehabt dafür. Kannst du denn. Ja. Mit W diesmal anfangen, weil er stehen bleibt. Oh, scheiße. Rampage. No, kannst du weiter gucken, bitte. Kommt hier jemand mit? Die sind alle vorne. Na, auf dich turnen, musst du aufpassen, aber. Er nimmt euch halt die, die Wave quasi weg. Jetzt ulten. Kommt irgendjemand irgendwas? Ja, sehr gut. Aber davor, dass du nicht sterben dafür. Ja, die hätte ich vielleicht saven können. Komm angreifen. Und weiter angreifen. Und nach dem Ende sofort gehen. Egal, ob deine Teammates zählen oder nicht. Du gehst dann auf den Preis. Hinsetzen, genau. Nein, einfach gehen. Einfach wegpingen. Sagen nein. Machen sie ja. Basen und dann ping an, dass du top bist. Und schreib im Chat, let's go top. S5. Alles gut. Einfach weiter rennen. Jetzt 5, weil gerade kein Dings up ist. Kein Drake up ist und ihr Super Minion quasi geht gegen die Wave vor. Nicht deinen normalen Auto-Attack, du hast ja schon AOE durch deine Bilanz. Ja. Ah.
runter, da in die Mitte, runter, runter. Die sterben alles, was gerade drauf. Muss nichts machen. Muss einfach definitiv die Raps annehmen. Keine Ahnung, wie gut entschlossen haben, das Game zu werfen. Du musst gleich unten auch beantworten. Du kannst es nicht hochrennen. Guck auf die Minimap. Ich werde jetzt auf einen. Ganz gerade. Die Mitte bitte mal. Vorsichtig verlieren. Und Mitte. Autodeck auf den Urlaub. Stop. Stop. Und dann noch Smash, nicht nur Base, Smash. Gut, der will Drache. Ja, lass ihn Drachen. Sollte beides kriegen. Er sollte den Nash down haben. Wo der Setzen da ist. Angreifen. Wo bleiben die alle? Okay, der Jon kommt nicht. Jetzt wird's knapp. Jetzt kann sein, dass der Ritt auf ihn wieder zielt. Ja, zurück. Aber wir resetten das 3000 Gold. Der halt eigentlich auch. Also, ihr kriegt einen Drake, ihr kriegt was dafür, dass ihr gerade gewonnen habt, aber. Das Thorans verkaufen und dafür nur ein vampirisches Zepter holen. Vampirisches Zepter? Für 900, ja. Alle Items. Weißt du, stell dich schon auf Englisch, erzählst du es mir dann auf Deutsch. Ja. Das ist das Gleiche. Ja. Hätte schon einige Buchstaben eingeben müssen, damit es noch nicht mehr kommt. Was machen wir jetzt, Mitte? Ihr müsst top immer noch mal die Super Minions ausblöden. Hm. Und der Nash ist halt noch ab. Wie viel Drax hat welches Team? Mit einem vor das so, aber das ist auch nichts. Drück in die Mitte. Ich wollte nämlich Mitte nicht den Ende verlieren. Du bist strong. Wenn du nicht in 5 Leute reinrennst, kannst du vielleicht aggressiver spielen auch. War alles da? Ja, dann kannst du auch mal dein Blue Trinket nutzen mit einem Busch oder so. Ja. Gucken, ob der. Guck mal, oh, direkt Gegner gesehen. Und auf und W reinsetzen. Und, so. Und auf. Guck mal, was du für einen Schaden hast. Auf der erste Target genau immer gehen, was du spielen kannst. Und jetzt 2 Kills. Jetzt in die Mitte wieder. Der Jone, hier ohne beantwortet top. Erstmal in die Mitte und danach könnt ihr Nash anfangen. Der S-Holder macht das illegal. Oh, illegal. Wave nehmen und Nash anpingen. Nash anpingen. Der Set ist fort. Nash anpingen. Ist egal. Dein Team kommt nicht, dann hör auf. Das ist so dumm, was die gerade machen. 2 sind tot, einer von denen ist bot und ihr teleportiert runter und der Jungler geht runter. Das ist der freieste Nash EU-West. Jetzt porten sie wieder hoch. Jetzt nimmst du die nächste mit. The enemy's inhibitor is respawning soon. Also, dann ist halt, ihr nehmt euch Kills auf den Olaf dann, wenn nicht auf die Minions zuerst. Ihr nehmt euch Kills und euer nächstes Ziel, und mit den, was ihr aus den Kills macht, ist mehr Kills. Da ja. Dann das Objective so in das Spiel zu irgendwann zu gewinnen. Nicht alleine vorne stehen. Guck mal, was dein Team vorhat. Jetzt. Ah, Rampe Mitte wieder da. Ja, jetzt kannst du nicht vor. Aufwärts also, einfach. Mit deinen. Gut, ihr beendet das Game jetzt gegen die letzte Zeit. Der Esso ist noch top, der ist nur noch der Set da. Wenn der Set vorkommt, einfach angreifen. Nicht in deinen Teammates drinstehen, sondern ein bisschen seitlich davon und angreifen. Das gerade den Turm an. Oh,
fuck! Und enden. Nächste Wave, die jetzt kommt, könnt ihr enden. Und auch hier, du kannst auch jetzt schon healen einfach. Jetzt pinkt der Nocturne schon den Nasher an, wenn ihr einfach enden könnt. Wieso krieg ich denn die ganze Zeit Töner-Kro? Einmal den Turm angreifen mal. Und den Turm einfach mal kriegen. Und den Nexus angreifen. Beende doch einmal das Spiel. Schwierige Wurde. Schwierige Wurde. Aber ich hab nicht schlecht gespielt. Also. Na, du hast gut gespielt. Ja. Das sah nicht schlecht aus. Also, dein Team hat halt Entscheidungen getroffen, die waren questionable. Ja. Aber. Ist minus. Ich meine, du hast 12, 1, 20, 10 LP, Alter. Uff. Ah, guck mal, es sind jetzt noch 3 Wins bis zur Promo. Vorher waren es 5 Games bis zur Promo. So muss es sein. Du hast 40% bis zum Weg zur Promo haben wir heute geschafft. Ja. So, und deine Stats aus beiden Games bist du zusammen 2-mal gestorben. Das Game davor, zu Hause allein, bist du 9-mal gestorben. Mhm. Das war doch nicht schlecht. Ja. Ja. War schön. Wir haben gewonnen. 2 Games sogar. Ah. War wieder 2 Games gewonnen, yeah! Ja, in viel fragliche Entscheidungen in Bronze ist es halt. Das Ding ist, was du immer machen kannst, ping an, ping den Nash an, wenn das der richtige Move ist. Ja. Wenn dein Team das nicht macht, dann halt nicht. So, du kannst den Leuten das Gericht anbieten, wenn sie sagen, wir haben keinen Hunger, dann haben sie halt keinen Hunger. Ja. So. Aber geht nicht. Du kannst halt sagen, okay, das ist die Möglichkeit, die wir haben. Wir können dafür gehen und dann gucken, ob dein Team drauf anspringt. So, liebe Leute, das war die heutige Folge Backseat Coaching. Es war mir eine absolute Ehre. Ich habe mal wieder 2 Spiele ineinander gewonnen. Und 2 gute Games gehabt. Voll gute Games gehabt. Guck mal, wieder noch einmal gestorben. Gut. Er hört mir einfach nicht zu, oder? Hast du schon gesagt? Er hat legit vor 2 Minuten gesagt, du bist einmal gestorben, letztes Game noch einmal, in beiden Games 2-mal, davor in einem Game 9-mal. Doch, ich höre dir die ganze Zeit zu. Weißt du, was deine Hausaufgabe ist schon? Ja, das unter dem Tower, ohne mit, also gegen ohne Minions. Deine Minions sind aus, Minions sind an. Zu essen. Du lockst dich auf Level 1. Ach ja. Und dann testest du. Jo, mach ich on Stream. Dann kannst du es live sehen. Will ich deinen Stream gucken? Das hilft nicht, ne? Hier waren auch immer so ganz viele Leute drin, die einfach sagen: Oh, Leon, ich würde dir so gerne helfen, aber ich will auch nicht mit Backseat Coaching und Backseat Gamer sein. Aber Leute, es ist einfach wunderschön. Ey, du hast eine KDA von 32 gehabt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest in deinem Leben. So eine hohe KDA. Also, ja. Wie gesagt, es waren jetzt performancemäßig 2 gute Games, aber es gibt halt immer noch Sachen, an denen wir üben können. Ja. Und ja, wir hören uns dann. Machen wir weiter, auch wenn die Season vorbei ist? Nächste Woche? Ich weiß gar nicht, ist dann erstmal Pause im Rang? Du kannst, glaube ich, noch Ranked spielen, aber du kannst halt. Kriegst keine LP. Doch, aber du kannst keinen Rahmen mehr bekommen, keine Rewards mehr für die Season bekommen und so. Das ist doch kacke. Du kannst noch weiterspielen. Das wäre vielleicht mal ein Zeitpunkt, um einen anderen Champion auszuprobieren. Eigentlich sollte der die sagen, dass wir wollen das erstmal in Silber rein und ab dann, weißt du, aber... Ja, das hab ich ja bis dahin. Ah, dann bin ich. Gut, Leute, ich glaube, wir gehen jetzt mal ins Bett. AKA, was wäre denn so ein Champion? Sivir? Hab ich ja sogar. Er ist einer der Starter ADCs quasi. Ich glaube, Sivir ist... Kann ich, also so die Grund, also ich weiß, was sie kann und wo was auf der Taste ist, glaube ich. Ja. Also die kann ja diesen Schild, dann kann sie, muss halt aufpassen, nicht zu oft ihre Q da benutzt. Ist das die Q? Ja, ne? Mhm. Dieser, wo sie den Boomerang vorne wirft. Ja, das waren die E. Double E ist der Schild, wo du mal so, bekommst. W war, wenn deine Auto-Tags noch weiter durchgehen. Ah ja, genau, stimmt. Und deine Ult-Tag-Speed und Movement-Speed für dein Team. Ja. Und dich. Das wäre halt noch... Wo du dich halt auch darauf konzentrieren kannst, wie lastet es du, wie dass du Autotext machst, weil sie wie funktioniert ja. Halt mit Autotext. Ja, die machen halt ultra viel Schaden. Du hast einen Autotext Reset auf deinem W, das bedeutet, du machst einen Autotext und noch während dein Autotext fliegt, kannst du dein W drücken und du machst sofort den nächsten Autotext. Auch wenn du keinen Move, keine Attack-Speed hast, das ignoriert das quasi. Und dadurch kannst du quasi in kurzen Trades, kannst du deine DPS steigern, indem du
dann quasi nicht drauf wartest, bis du wieder Autotech kannst, sondern sofort wieder Autotech. Na dann. Also ich würde sagen, nächste Woche nochmal normal. Wir würden es vielleicht, müssen wir nochmal drüber reden, am Dienstag machen, dann würden wir nochmal so, als Saisonfinale. Ich sag mal, wenn du es schaffst, dich in die Promo reinzuspielen, dann würde ich sagen, machen wir Dienstag das Promo-Special als Saisonfinale. Ich bin jetzt schon aufgeregt. Und ansonsten, schauen wir mal. Das war's von uns. Echt langweilig. Ich habe keine Lust, muss ich sagen. Machst du jetzt mal die Abmod endlich auf die Ja, es war sehr schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche dann wahrscheinlich am Dienstag wieder. Entscheiden wir noch, je nachdem, wie gut ich gespielt habe. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Beziehungsweise, was gibt's die Woche noch? Am Freitag ist XXL Morning Talk. Von 9.30 Uhr bis um 12 Uhr. Bist du da eigentlich auch dabei? Da bin ich auch dabei. Bist du auch dabei, Adrian? Ich bin auch dabei. Bist du auch dabei, Adrian? Ich bin auch dabei. Ja. Nice, wir sind alle dabei. Alle dabei. Markus, Nick, Kayla, ich, Adrian. Alle dabei, die aus dem Morning Talk kennen. So, Leute. Haut rein. Ciao, Kakao. Ciao mit V und see you later, Alligator.